Hallöchen und herzlich willkommen zur möglicherweise letzten Episode von Kingdom. Falls wir es jetzt schaffen. Denn es fehlt uns noch ein einziges Portal zu unserem Glück. So, das andere Portal, was wir eben geschafft haben, werden wir jetzt mal als Tunnel benutzen. Wo packen wir es denn hin? Ne, in die Siedlung geht nicht. Da geht's. Oder? Nee, offenbar nicht. Da können wir kein anderes hinbauen. Doof. Also nochmal. Vielleicht rechts von dem Felsen. Also vom Platz her müsste das doch locker gehen hier, oder nicht? So. Der neue Ritter mit seiner Truppe ist schon wieder da. Sehr schön. Ich könnte ja mal sagen... Naja, es wird Nacht. Dann versuchen wir es lieber noch nicht mit dem Angriff. Außerdem würde ich mich lieber erst noch ein wenig ausbreiten. Haben wir keine weitere Position für eine Mauer? Ist ja schon ein bisschen krass. Aber offenbar nicht. Erst bei dem Portal wieder. Na gut, dann müssen wir halt alle Bäume zwischen dem Portal und... Okay. Hilft ja alle nichts. So, wo wollten wir jetzt das Portal hinpflanzen? Da. Geht das zwischen Felsen? Ja, geht. Vielleicht wäre es doch hier vorne noch gegangen. Weil da ist doch mehr Platz als zwischen denen. Na egal. Jetzt haben wir es da. Besser als nichts. Außerdem sind wir ja direkt an der Quelle für unser Gold. Ist ja auch was. So, dann schauen wir gleich mal nach. Ach, wir sind ja auch schon direkt bei der Siedlung. Stimmt ja. So, zwei Sensenheinis. Mach ruhig noch einen. Und noch einige Bogenschützen als Vorrat. Nom, 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 nom. So. Jolt, 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 jolt. Wow. Milliarden, würde ich sagen. Das sammle ich gar nicht erst ein. Was ich aber einsammeln werde, sind ein paar neue Rekruten. Einmal. Ist da noch einer? Jawohl. Haben wir noch ein Zeltlager? Weiß ich jetzt gar nicht. Nö. Nur das andere Portal. Da kann ich mir jetzt auch noch eine Position für aussuchen. Ich weiß noch nicht wo und wann und warum. Wo denn, wo denn, wo denn? Na, Mist. Na egal. Blub. So, die Arbeitslosen sind hoffentlich alle versorgt hier. Sieht so aus. Bauern haben wir jetzt hier auch Tausende. Aber die wollen alle zum ersten Bauernhof, ne? Nicht beim zweiten? Nö, das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Doch, da ist ein Einsamer. Oh, der Ärmste. Ganz alleine. Vielleicht mögen die anderen nicht. Er wird gemobbt. So. Soll ich es jetzt einfach wagen? Nee. Nee, ich wag's noch nicht. Das Einzige, was ich jetzt wage, ist das hier. Was ich außerdem wagen werde, ist, weil wir so viele Bogenschützen haben, hier hinten einen Bogenschützenturm hinzubauen. Hier gab's noch eine Position, genau. Los, bevor er wieder abhaut. Komplett ausbauen muss ich den ja nicht, aber so für zwei Bogenschützen wäre es schon okay. Hier kann ich noch keine Bäume fällen. Na gut, dann nicht. Muss der wohl auch noch weg erstmal. So.
dachte, ihr wolltet gleich hin, um ihn zu bemannen. Tja, dumm gelaufen, wa, Lady? Die hat gar nichts im Gepäck. Hat sie was dabei? Ein bisschen, minimal. Und sie? Hat sie bestimmt wieder den Bauern geklaut, hier wetten? So. Sehr schön. Ach, wenn wir schon mal dabei sind hier. Zack. Machen wir es gleich richtig. Oh nein, lieber nicht. Na super. Hätten wir das mal gelassen, würde ich sagen. Ah. Kommt da noch mehr? Ja, einer noch. Noch einer. Und noch ein paar. Dass sie so in Einzelgruppen jetzt immer auftauchen, ist schon ein bisschen komisch. Oh. Nein! Oh Mann. Flatsch. Na gut, die sollten sie erledigt kriegen. Gut. Oder auch nicht so gut. Haben die genug Geld dabei? Ja. Ich würde sagen, wir brauchen noch ein paar mehr Bauarbeiter noch. Wir haben jetzt ja wieder einen verloren. Arbeitslose Bauarbeiter liegen ja auch nicht mehr rum. Liegen rum, ja. Das wäre noch schöner. Liegen in den Ecken rum. Die ganzen besoffenen Bauarbeiter hier, furchtbar. So. Auch schon wieder fleißig, aber... Hui! So, fällt mal den letzten Baum hier, Kollegen. Achso, sind wahrscheinlich jetzt keine Bauarbeiter mehr hier in der Nähe, oder was? Und der eine, der bei dem Katapult steht, der muss natürlich das bewachen, ja. Das heißt, wir brauchen neue Leute. Aber es gab ja, glaube ich, rechts noch ein Zeltlager. Da rollen wir dann noch welche an. Ich hoffe zumindest, dass es da eins gab. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ach. Joa, hier, friss. Nom 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 nom. War jetzt noch eins oder nicht? Ich weiß das nämlich nicht mehr. Nee, war es nicht. Ja, dann haben wir jetzt ein Problem, glaube ich. Müssen wir jetzt von links jemanden anheuern. Na, vielleicht ist ja schon einer unterwegs. Oder wir wagen gleich einfach den Großangriff. So ein bisschen Rückendeckung wäre natürlich schon nice. Wir haben echt keinen Bauarbeiter mehr übrig, offenbar. Sonst wäre ja schon längst einer hier. Und da kommt da jetzt einer aus White Fortistan angedackelt. Vermutlich eher nicht. Nom 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 nom.
Nee, sieht nicht so aus. Dann müssen wir jetzt links noch jemanden anheuern. Oder haben wir da jetzt auch das letzte Lager kaputt gemacht, dass wir jetzt gar kein Zeltlager mehr haben? Das ist natürlich ein bisschen doof, dann können wir keine Leute mehr anheuern. Aber ich meine, eins war doch noch irgendwo... zwischen unseren Siedlungen. Hier ist noch eins, genau. Und es war doch auch noch eins irgendwo mittendrin, glaube ich. Da ist das eine Lager. Ne, das ist nur ein Bauernhof. Hier ist noch eins. Na dann. Nein, das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. So, dann haben wir immer noch zwei Zeltlager übrig. Das ist ja schon mal was. Tag 29. Sie müssen natürlich eine ganz schöne Strecke laufen, die Bauarbeiter, bis sie hier sind. Vielleicht sollte ich es einfach doch wagen. Ich glaube, das dauert sonst einfach jetzt ewig nochmal bis dann. Ich glaube, an dem einen Bogenschützenturm wird es jetzt auch nicht hängen. Also, wagen wir den Sturm auf das letzte große Portal. Bogenschützen haben wir ja genug. Achtung, Leute. Los jetzt. Kommt der her? Keine Ahnung. Ist ja auch gleich hier schon, ne? Das sind Zwillingsbäume, sehen beide gleich aus. Gut, so weit ist es jetzt ja auch nicht offenbar. Das sollten sie eigentlich doch schaffen, bevor jetzt die nächste Nacht hereinbricht, denke ich mal. Vielleicht. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Okay, bis zur nächsten Nacht schaffen wir das vielleicht nicht, aber vielleicht bis zum nächsten Tag. Das Blöde ist jetzt, dass jetzt selbst in normalen Nächten dann schon immer diese Gorilla-Viecher ankommen und so. Das ist natürlich etwas kritisch. Naja. Was willst du machen? Sind die Ritter erledigt oder was? Das ist natürlich blöd. Oh Mann. Ja, okay, so viel dazu. Dafür ist die Nacht jetzt erst hereingebrochen. Ist doch auch was wert, irgendwie. Nicht? Doof. Okay, Bogenschützen haben wir genug. Was wir brauchen, sind neue Ritter. Und vor allem neue, neue Bauarbeiter. Und sollten wir uns vielleicht doch noch erstmal ein bisschen ausdehnen. Weil ich das Gefühl habe... sonst kommen die immer in den nächtlichen Vorstoß dann rein, die Angreifer. Das ist auch nicht so toll. Okay. Man lernt ja auch aus Fehlern und war jetzt zum Glück kein so dramatischer.
So, für nach 30 sollten wir natürlich wieder Ritter haben, aber ich glaube, es könnte knapp werden. So, ein Ritter. Passende Bogenschützen dazu. Bauarbeiter. Ja, die werden doch auch wieder voll in die Nacht rennen jetzt wahrscheinlich. Wenn ich Pech habe. Na, immerhin sind jetzt schon welche da, die hier den Turm bauen. Dann wäre es nett, wenn er noch den Baum fällen könnte. Weil dann kann ich mich nämlich gleich hier weiter ausdehnen. Also gleich, wenn die Nacht überlebt ist. So, ist der Baum gefällt? Oh ja, ist er. Nice. Das haut er natürlich wieder nach sonst wohin ab, der Kollege. Ist ja auch nicht so schön. Vielleicht sollten wir... Können wir gleich den nächsten Baum fällen? Können wir noch nicht. Hm. Doof. Der Wald ist noch nicht zu weit... Ah, jetzt geht es. Ist natürlich riskant. Aber vielleicht können wir ja die Monstrosität noch ein wenig abhalten. Mit Goldgeschenken. Wir müssen eigentlich nur bis hierhin vorstoßen. Boah, das sind aber viele. Zu viele, würde ich sagen. Ja, okay. So viel zu unserem Bauarbeiter. Dann wird der nächste drauf gehen. Vermute ich mal. Mann, super. Ach ja. Schau nicht mehr nach vorne, Kollege. Bleib einfach mal stehen. Die sind so dumm. Nicht, dass er gleich seine Rüstung hier verliert. Der Ritter. Das wäre nicht so nett. Okay, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich bin über die Mauer drüber gelatscht. So. Die Sonne geht auf. Ihr sollt sterben. Okay. Sie sind erledigt. So, das Blöde ist natürlich, dass ich jetzt auch wieder neue Ritter brauche.
Und neue Bogenschützen und neue Bauarbeiter und überhaupt alles. Na gut. Darum werde ich mich dann, glaube ich, in der nächsten Episode kümmern. Hätte nicht gedacht, dass jetzt doch noch so heftig ist. Tja. Also dann, bis zum nächsten Mal.